Moin moin Leute und willkommen zu der fünften Folge von Rot-Weiß Essen. Trainerkarriere. Und ja, heute geht es gegen Dortmund 2, die zwei Spiele schon gewonnen haben. Und die sieht man jetzt zwar hier nicht. Und ja, letzte Folge halt wieder eine Klatsche bekommen gegen 1860. Wollen wir heute ändern, wieder zu Hause. Also, wenn wir heute wieder zu Hause gewinnen, das wäre halt sehr stark. Und ja, also ich denke mal nicht, dass ich heute was umstelle hier. Dass ich direkt mit der AL spiele. Und ja, werde ich auch so machen. Jetzt sehen wir uns gleich wieder, Leute. Da sind wir angekommen. Zu Hause. Dortmund zu Gast an der Hafenstraße. Die beiden kennen sich ja auch schon aus der Regionalliga. Haben da schon beide gekickt. Und jetzt Liga 3. Ja, mal schauen, wie es wird. Ob wir hier wieder 3 Punkte einpacken können. Oder ob wir wieder eine Klatsche kassieren. Gegen 1860 sah es in der ersten Halbzeit mega gut aus. So, 1-0 lag nur 2 hinten. Und hier liegen wir 1-0 vorne. Nach 5 Minuten. Harenbrock macht es 1-0. Und dann in der zweiten Halbzeit sind wir untergegangen bei 1860. Aber was soll's, zu Hause liegen wir schon mal 1 zu vorne. Sehr stark. Weiter so, Männers. Weiter so. Ey, wenn wir wirklich zu Hause so eine Macht haben, dass wir hier jedes Spiel gewinnen, das wäre zu heftig. Aber ich will jetzt nicht sagen, jedes Spiel. Und es gibt Elfmeter. Heber, gelbe Karte, Elfmeter Dortmund. Weiß ich jetzt nicht, ob man das geben kann. Weiß ich echt nicht. Elfmeter Dortmund. Eberwein. Eberwein luft ihn. Und er ist dran. 1-1. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schiri. Weiß ich echt nicht. Aber auch Eberwein richtig frech in die Mitte gelupft. Und jetzt steht es hier 1-1. Die Führung hat er echt lang gehalten. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Anstatt. Oh ja. Der kam wirklich noch an der Pass. Schon kurz die Gedächtnis gehabt, dass er weggeht. Oh, ist sehr stark erobert. Sehr stark. Jetzt kann es vielleicht mal schnell gehen hier. Da ist die Chance. Das ist nicht das 2-1. Rot-Weiß Essen echt am Drücker hier, das zweite Tor zu machen. Aber hier haben wir halt wieder mehr Torchancen. Das war gegen 1860 nicht so gewesen. Gegen 1860 haben wir gar nichts hinbekommen, so wirklich. Und hier läuft es ja wieder bestens. Gut, die ganzen Fans sind auch bei uns immer hinterm Rücken. Ja, sehr stark. Ja. Abschluss suchen. Ah. Schade. Nächste tolle Chance von uns. Aber auch der geht ganz weit vom Ball, ganz weit vom Tor entfernt weg. Aber wir bleiben am Drücker. Engelmann, schade. Kommt da leider nicht durch. Wäre aber auch zu schön gewesen. Und jetzt Dortmund vielleicht mal.
Vielleicht jetzt Dortmund. Ja, Einwurf, ich meine Abschluss. Nach knapp 30 Minuten. Es ist abseits. Ich wollte ihn eigentlich durchlassen. Steht hier 1-1. Rot-Weiß Essen hat mehr vom Spiel. Aber jetzt Dortmund mit dem Pfostenknaller. Oh mein Gott. Wie viel Glück haben wir da kurz haben? Und jetzt Eisfeld. Eisfeld, Engelmann, Engelmann, Lübke hält ihn sehr stark. Aber der Pass war jetzt auch nicht so geil gemacht, weil in die schöne Rückenlage von Engelmann. Und dann kriegt den halt auch schwer. Ecke. Ja, zu dicht am Keeper. Habe ich. Sehr geil. Habe ich direkt mal wieder und verlieren ihn direkt, aber nein, wir haben ihn und jetzt verlieren wir ihn wieder. Shit. Dortmund 2 abpassen. Das gibt schon wieder Elfmeter. Wieder Elfmeter Dortmund. Bastians kriegt gelb. Ach komm, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Ach komm. Eberwein. Und den hab ich. Let's go. Und ich hab meinen Controller weggelegt, weil ich dachte, er schießt in die Mitte. Lol, mein Torwart macht sich kurz selbstständig. Sehr geil, Golz. Sehr geil. Sehr geil. Dortmund verschießt den Elfmeter. Aber jetzt haben beide im Verteidiger gelb. Beide im Verteidiger. Und ich komme da nicht durch. Schade. Ah, wir kommen da auch nicht mehr so wirklich durch zum 16er von Dortmund. Jetzt kommt vielleicht auch Dortmund nochmal. Ja, wahnsinnig gut. Und zur Halbzeit soll es denn hier. Okay, noch mehr Ecke, okay. Noch mehr Ecke. Ich wollte sagen, zur Halbzeit geht sie mit 1-1 rein. Ecke. Kommt gut. Engelmann. Und der Keeper ist da. Was passiert da? Oh mein Gott. Okay, 1-1 zur Halbzeit, Leute. Sehr stark. Sehr stark. So, Leute, zweite Halbzeit. Und wir sind so gut. Wir sind so gut dabei. Wir können hier echt noch die Führung machen. Wir müssen laut jetzt eigentlich die Führung, also den Sieg mitnehmen von, oder besser gesagt zu Hause behalten, weil wir machen mehr von der Partie. Harenbrock mit dem Schuss und Lücke hält ihn sehr stark. Also es geht hier voran. Bochinski kommt. Tarnat. Flanke zu kurz. Nächste Chance und Lübke kurz mal auf der falschen Seite gewesen oder war schon in der falschen Ecke unterwegs. Also wenn wir jetzt hier echt unentschieden spielen sollten oder verlieren sollten, dann bin ich echt enttäuscht, weil ihr seht selber, wir machen mehr die Partie und belohnen uns einfach halt nicht. Jetzt vielleicht mal. Komme ich leider nicht an durch. Pletsches. Ja, Niemeyer. Niemeyer, aufpassen. Oh, wichtig.
Sehr stark. Und die Abwehr ist heute auch sehr stabil unterwegs. Sehr, 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 sehr stabil unterwegs. Oh nein. Nein, das war Hand. Ach komm, Holzpfeiler für Eisfeld. Holzpfeiler für Eisfeld. Pfanne, hau die lang. Weit und lang zur Sicherheit. Ey! Sehr stark. Bastians. Roter. Roter. Traut sich mal. Berlinski kommt. Für Engelmann. Wieder lang. Und diesmal kommt er an. Aufpassen, nein. Goiz ist da. In der zweiten Halbzeit seine erste Aktion hier. Sonst hat er gar nichts gehabt. So. Oh mein Gott, wie schnell er ist. Wie schnell er ist. Und die Flanke kommt gut, Belinski. Rios Alonso kommt rein. Immer noch 1-1 hier. Es kann nicht wahr sein. Immer noch 1-1. Fernat. Kommt gut. Abschluss suchen. Und Lübke ist schon wieder da. Oh mein Gott. Dortmund wechselt und wechselt und wechselt. Tarnath. Ecke kommt wieder. Noch eine Ecke. Tarnath. Wir brauchen Harnbrock. Ecke. Kommt gut. Und das gibt Elfmeter. Elfmeter wegen Handspiel. Jawohl. 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 Sehr schön gesehen, Schiedsrichterin. Sehr stark. Und wir sehen es hier sehr schlecht. Wir sehen es sehr schlecht in Tollzweiler. Und der ist weg. Oh mein Gott, wir verschießen den Elfmeter. Also. Shit, 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 shit. Wir hätten wieder die Führung machen können. Und sogar müssen. Also, Leute. Aber nein, es bleibt beim 1-1. Es bleibt trotzdem beim 1-1. Und jetzt kann es teuer werden. Und jetzt kann es sogar teuer werden hier. Gold ist da. Wir kriegen den Ball nicht raus, Hilfe. Es gibt Elfmeter für Dortmund. Elfmeter für Dortmund. Drei Elfmeter für Dortmund. Das ist unfassbar. Ach komm, das kannst du doch niemandem erzählen. Es ist unfassbar. Eberwein. Ja, 2-1 Dortmund, also das ist unverdient. Unverdient, da geht's nicht. Und das ist natürlich Hand. Ach komm, Mann. Es ist. Ja. Und es gibt noch. Es gibt noch mal Elfmeter oder was? Nee. Weil sie gerade auf den Punkt gezeigt hat. Jetzt aber. Da, 2-2. Let's go. Harenbrock. Doppelpack. Wichtig. Wichtig, 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 Mann. Was ist das bitte hier für eine Partie, Mann? Ey. 4 Elfmeter. 3 für Dortmund, 1 für uns. Dortmund hat zweimal getroffen. Und jetzt gibt es wieder Gelb für Roter, also ich. Unfassbar. Also, was ist das bitte hier? Das ist. Weiß ich nicht. Unfassbar, was sie hier alles pfeift.
Also sehr stark aufgepasst. Heber. Und Dortmund macht wieder die Führung. Es ist unfassbar. Dortmund macht wieder die Führung. Also. Nee. Unverdienter verlieren kann man hier denn nicht. Nein, das ist gelb-rot. Gelb-rot. Özcan bleibt liegen. Und wir haben Platzverweis. Jetzt machen wir uns das Leben noch schwieriger, als es schon ist. Na klar. Da, 4-2 ist es. Das Ding ist durch. Eberwein. Dortmund gewinnt. Auch bei Rot-Weiß Erfurt. Essen, meine ich. Ja, Ecke nochmal. Ecke. Kommt nochmal gut rein. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch, ja. Wir verlieren 4-2. Damit verlieren wir auch das erste Mal zu Hause. Ach komm. Das dritte Tor soll uns nicht gegönnt sein. Tarnath. Ecke kommt nochmal. Jetzt pfeift ab. 4-2, Leute. Aua. Das ist unfassbar. Ja. Nächste Niederlage. Tut weh. Aber es sollte. Wenigstens kommt. Jetzt jemand von uns, also Monien kommt jetzt zu uns, also besser gesagt im Winter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Like und ein Abo da lassen. Den sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.